So yeah, I'm getting ready to meet some friends coming to Berlin from south of Germany, but I still have a few hours before we meet up, so I'm gonna go out and have a look at the beautiful city of Berlin. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar, wird aber per SMS über Ihren Anruf informiert. Vielen Dank. Today I'm just experimenting around using my cell phone, so let's see if it's going to work as compared to an SLR. Okay, so I decided to take on a bike tour and to explore what it means to be German. And now I'm on my way here, right in Berlin, and we'll see what happens. Deutschland hat mit dem Ausgang der Konkurrenz nichts zu tun. Rund um die Uhr für Sie und Ihre Familien da. Okay, I'm here in the middle of Alexanderplatz. Und hätten es ihm leicht gemacht. Sieben großartige Pläne. Ein ausgeklügeltes Integrationskonzept. Die Strukturen in Leverkusen sagen. Ein in den Händen durch die Fußgängerzone von Wissler-Schlangen. Okay, there was just one guy being on a platform and trying to take pictures of this TV tower. And he slid almost all the way down to the ground. Wasn't dangerous, but it could have hurt. I'm here in front of the cathedral, and in a few hours I'm meeting my friends, so we'll see what they have to say. Well, actually it's not in a few hours, it's like in an hour or so. Okay, I was up there by the dome, very nice view and also lots of pigeon s***. There is a Scotsman playing behind me. Okay, I'm here at the center, Brandenburger Gate. That's in the very, very center of the city of Berlin. And yeah, I'm just looking for people's opinions on what it means to be German. Okay, there I'm passing the Brandenburger Gate. Okay, the square behind me is called Platz des 18. März. It means square of the 18th of March. And why it is called so, I don't know. Okay, that's where I'm going to meet my friends, Beats and Roots, in that restaurant. Still got a couple of minutes, so let's use the time. Just cruising around the square. There it says, den deutschen Volk, it means to the German people. I remember when I was here many, many years ago. At that time you could go up the stairs, now the area is fenced. Security, security. Hey, ich bin hier zusammen mit meinen Freunden. Ja, wir haben es geschafft. Hier unten werdet ihr das auf Englisch sehen. Hey Stefan. Hallo. Hey. An old friend, old homie. Yeah. With Antje. With Antje. Hey, you can wave. Stefan möchte ein paar Wörter sagen zum Thema, was zeichnet die deutsche Mentalität aus? Also Stefan, was ist deine Meinung? Also die Deutschen sind auf jeden Fall sehr pünktlich, ordentlich, effizient. Sie freuen sich immer, wenn es feste Regeln gibt. Vielleicht auch Tradition, also traditionsliebend, würde ich sagen. Aber auch, ich würde sagen, ein doch recht offenes, lockeres Volk, das auch einen gewissen Humor versteht.
zumindest die Pfälzer. Für andere Regionen in Deutschland kann ich nicht sprechen. Ja, also ich denke, wir Deutschen, wir sind eben so eher ein bisschen verkopft. Vielleicht leidet manchmal unser Herz darunter. Also, dass wir einfach mehr mit dem Kopf denken, mehr rational sind. Und vielleicht bräuchten wir manchmal schon so ein gewisses Temperament, wie es vielleicht die Südländer eher haben. Oder eben so ein gesundes Mittel, also so eine Mischung aus Kopf und Herz, dass man einfach auch manchmal sagt, komm, scheiß drauf. Listen to that, people. These are words of wisdom from Stefan. I can only agree with that. Yeah. Okay, we had a nice dinner. Woo! Oh! Yeah! That's the best timing. Super, super. I just want to say we had a nice dinner. Are we going to Heckscher Market?